Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Grüß Gott zur letzten Ausgabe des Intercenter Tales Magazins im Jahr 2013. Der Advent steht vor der Tür, die Weihnachtsdeko bei uns hängt auch schon und vor der Tür wird es kalt und auch da haben wir den passenden Partner bei uns im Intercenter. Und da gehen wir jetzt rein schauen. Sandra, grüß dich. So habe ich gerade in unserer Zusehen, so hast du gesagt, dass es einen riesen Auswahl bei dir im Shop da gibt und jetzt darf ich dich bitten, dass du mir vielleicht eine Jacke empfiehlst. Also ich habe ganz eine große Auswahl an Jacken, von Dynafit zum Beispiel, in vielen verschiedenen Farben. Was mir bei dir am besten gefallen hat, war jetzt zum Beispiel die Farbe Rot. So etwas in der Farbe. Magst du sie mal probieren? Ja, die probiere ich gleich. Geht gut. Heben wir schnell. Also von Gras her passt es dann mal schon ganz gut. Die Farbe steht da sowieso wahnsinnig. Super! Rotton, Rottyp. Das ist jetzt eben die Dynafit-Jacke. Es besteht aus Primaluft. Und Primaluft ist das wärmste, also das zweitwärmste nach Daune. Du kannst mit der Touren gehen, freizeitmäßig anlegen, zum Skifahren und runter. Wie es dir gerade taugt und passt. Aber wenn ich mir das jetzt ganz genau überlege, dann bist du eher ein Gelee-Typ. Möchten wir das auch noch mal probieren? Ja, probieren wir rein. Ja, passt. Ein bisschen klein, das müssen wir größer herbestellen. Aber das Bestellen ist ja bei uns sowieso kein Problem. Der Winter kann kommen. Stichwort neues Konzept. More Ways to Shop und der Filialleiter, der Martin, erklärt uns jetzt gleich, um was es da geht. Ja, also wir haben seit kurzem ein Tablet bei uns in der Filiale. Das heißt, das können die Kunden oder auch gemeinsam mit unserem Fachberater einfach nutzen. Ja, da habe ich einfach den großen Vorteil, ich kann mir das ganze Herbes-Sortiment, was es überhaupt gibt, also kann ich mir jetzt da einfach im Tablet anschauen. Ja. Das heißt, ich kann mir die Sachen anschauen, kann sie auch gleich direkt online bestellen. Und ich kann mir das Ganze dann auch direkt nach Hause liefern lassen. Oder versandkostenfrei zu uns in die Filiale. Das nenne ich kundenfreundlich. Und ich werde jetzt gleich den Herrn Aufschneider bitten, dass er mir das Gelee in meiner Größe bestellt. Ja, schauen wir gleich. Ja, und jetzt zum Saisonstart haben wir als besonderes Zuckerl für alle Zuseher. Jetzt am 29.11. am Freitag -20% auf alles. Wir haben bis 20.30 Uhr geöffnet. Ja, wir freuen uns auf euer Kommen. Überall tolle Weihnachtsgeschenke, wo man schaut bei uns im Center und dass es dementsprechend verpackt ist, auch sagen unsere beiden Engel von Künstlergalerie, die Maria und die Margit mit ihrem alljährlichen Einpackservice. Und jetzt fragen wir sie mal, was sie da so alles tun bei uns. Da sind sie nun, unsere beiden Weihnachtsengel, und was hat es jetzt genau auf sich mit der Dekoration? Also wir sind vom 29.11. bis Weihnachten den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr hier und verzieren ihre Weihnachtspakete oder ihre Weihnachtsgeschenke. Gibt es da verschiedene Formen oder wie läuft das genau? Also wir sind für alle Überraschungen bereit. Wir haben Dekos vorbereitet, schon den ganzen Sommer rein und sind sehr gute Dinge. Und wir hoffen, dass recht viele Leute zu uns kommen. Und wir machen eigentlich jetzt Backen mit Liebe und zu voller Zufriedenheit für jeden Einzelnen. Ab Kind, Jung, Alt, alles. Wir machen alles mit Liebe darinnen. Sie hören, meine Damen und Herren, Full Service im Intercenter Tales. Aber dir wird Gelee auch nicht passen. Aber Spaß beiseite, wir haben noch einige Termine für Sie, was ich gern präsentieren würde. Diesen Freitag wird es gruselig bei uns im Intercenter Tales am Vorplatz. Am 29. November um 17.30 Uhr sorgen die Mirminger Teufel für höllische Stimmung bei uns am Vorplatz. Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt. Für alle braven Kinder gibt es gratis Nikolaus-Sackerl am 5. Dezember. Um 16 Uhr zieht der Nikolaus mit seinem braven Engel bei uns im Intercenter Delfs ein. Am 6. Dezember startet wieder der allseits beliebte Christbaumverkauf bei uns am Parkdeck im Intercenter Delfs. Das Team rund um die Familie Strillinger-Lana vom Blasihof freut sich auf ihren Besuch und berät sie gerne bei der passenden Auswahl des Christbaumes. Ebenso viel los ist an den drei Familiensamstagen. Am 7. Dezember wird gemeinsam mit Frechtags mit den Daifok-Ziegelsteinen gebastelt. Am 14. Dezember ist der allseits beliebte Christkindl-Werkstatt wieder bei uns zu Gast. Da wird
toller Adventsschmuck gebastelt. Und am 21. Dezember kann man den eigenen Weihnachtsstern, den kleinen Holzweihnachtsstern, dekorieren. Somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich wünsche allen Zuseherinnen und Zusehern eine schöne Adventszeit und bis bald im Intercenter Delfs. Alles Gute fürs Oberland.